Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder da seid zu Forza Horizon 5. Heute werden wir mal ganz elektrisch unterwegs sein. Ich muss mal die Maus aus dem Bild hier nehmen. Ja, wir sind heute mit den Porsche Cayman Turbo S unterwegs in der Stufe 900. Und ich muss wirklich sagen, das Ding geht ja echt, also es geht ja wirklich ab. Wir fahren mal ganz langsam hier los. Ich habe mich jetzt hier eingeschlossen. Ui. Aber wenn wir ja einfach mal richtig Schubrakete gehen, das Ding geht ab wie Schmitz Katze. Also, wir haben natürlich jetzt hier keinen Sound. Man hat hier so ein leichtes Pfeifen, aber hallo Ballo. Das ist ein richtiges, das ist enorm. Also die Beschleunigung, heftig, heftig, heftig. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen als erstes mit dem Wagen hier ein kleines, feines Rennen hier gegen den hier. Okay, Chris. Du hast einen anderen Fahrer zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen herausgefordert. Ja, das ist easy. Ja, ja. Das war doof von mir. Das war wirklich doof von mir. Aber ich dachte, okay, wir fangen erstmal ganz leicht an. Es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, wenn man jetzt absolut nichts hört, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Rechts abbiegen. Ja, ja, ja. Ist ein Gewohnheitstier und wird sich auch damit auseinandersetzen können. Rechts abbiegen. Oh, 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 oh. Wir werden gleich mal ein richtiges Rennen machen. Aber die Beschleunigung von so einem Elektroauto ist wirklich, ja, bombastisch. Ja, das kann man ja durchaus sagen. So, wir haben schon 4 solcher Rennen gewonnen. Wir gehen einfach mal auf die Karte. Boni angucken, das machen wir alles in einem Livestream. So, was ist das jetzt hier? Ah, das ist, glaube ich, so ein Berg- und Talfahrten. Das könnten wir eigentlich auch mit dem... Ah, da müssen wir einen Geländewagen nehmen. Das haben wir schon gemacht. Das ist hier so bestimmt auf Schotter. Aber lass uns das mal angucken. Bei nächster Gelegenheit wenden. Nö, wir fahren hier vorne mal lang. Route wird neu berechnet. Route wird neu berechnet. Bei nächster Gelegenheit wenden. Vielleicht werde ich auch mal die Sprachausgabe ausmachen. Aber auch guckt euch das an, das sieht so schön aus. Das, also die anderen Forza-Teile waren ja auch schon richtig schön, aber das hier... Herrlich. Und läuft wirklich butterweich. Hat ja nur was mit Netzwerkproblemen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Dann vielleicht irgendwie zu viele oder das Internet nicht richtig hinhaut. Keine Ahnung. In 200 Metern scharf links abbiegen. Oh, wir fahren komplett falsch. Scharf links abbiegen. Ja. Oh. In 400 Metern scharf links abbiegen. Okay, dann sind wir doch ganz schön falsch gefahren. Ich dachte, ich kann mal eine andere Strecke auswählen. Scharf links abbiegen. Ui. Gut, es gibt nur ein bisschen Schaden. Also es ist jetzt nicht so, dass man sein Auto komplett zerlegen kann. Das auf jeden Fall nicht. Aber guckt euch einfach mal die Beschleunigung an von diesem Fahrzeug. Das ist wirklich, das haut ihn ja wirklich alles weg. Wenn jetzt hier noch so viele Autos hier unterwegs sind, dann so Ende im Gelände. Oh, flotter Otto hier. Es ist aber... In 400 Metern links abbiegen. Eieieiei. Aber man sollte trotzdem auf der Straße bleiben, ne? Ja, ihn auf Kackenhummer. Ich kann hier langfahren. Links abbiegen. Oh. Ja, ja, meine Boni kann ich abholen. Das werden wir uns auf jeden Fall im Livestream haben wir es vielleicht schon oder werden uns einige Sachen, die uns dann vielleicht auch für euch ein bisschen störend sind, dann rausnehmen. Ui. Mittel. Ist auch ein Porsche. Aber dann nehme ich lieber einen Porsche wirklich mit dem Motor, ne? In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, das andere ist für mich einfach... Ja, irgendwie fehlt es, ne? Rechts abbiegen. Man hört hier dieses Quietsche von den Reifen. Ja, das ist es.
aber... In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Feini. Aber ich glaube, die Großmutter kann ihn dann bestimmt irgendwann nerven, ne? So. So, ab zur Veranstaltung. Solo. Es ist auf jeden Fall nicht das richtige Auto, aber wir machen trotzdem mit dem Porsche. Der ist ein Allrad, der mäht alles weg. Ach, der... Gar kein Problem mit dem Porsche. Ja. Sind die ganz normalen Geländestrecken. Aber die anderen fahren auch so eine Autos, also deswegen würde ich sagen, lass die Spiele beginnen. Aber hier ist ja trotzdem noch. Hier ist ja eine ganz normale Dingsstrecke. Ach, guck mal, vorne ist ja Moses. Ach, das ist so ein Teilland. Ah. Okay. Das ist dann quasi sowas wie mit einem Subaru Impreza oder so. Oder mit Mitsubishi hier rumfahren. Ah. Lenkt da natürlich nicht richtig ein hier, ne? Hoch des Ärschchen. Ah. So, ein bisschen langsamer fahren wir. Boah, ich hab... Also, wir werden da bestimmt... Ich werde versuchen, dass wir zwei Livestreams am... dann immer so die Woche hinkriegen, dass wir hier im Forza auch ein bisschen was erreichen und das eine oder andere Video werden wir schon machen. Immer schön auf ganz entspannt. Ach, der Bonus wieder weg. Oh, da kommen sie schon hinter mir her. Ach, das ist ja gar keine Rundstrecke. Ich denke mir, Mensch, das müsste doch gleich mal die Strecke zu Ende sein. Das ist ja wirklich auf Prozentbasis. Ist er ja schon wieder. Oh, wo kommst du denn her? Nein, nein! Jetzt holt. Das ist natürlich jetzt nicht das Optimale jetzt, ne? Aber der Schub, ich muss hier jetzt einfach vorbei, ich will Erster werden. Ja. Komm, komm. Also das... Der Lack, der vorher ein bisschen glänzend war, ist jetzt auf jeden Fall chrom. Matt jetzt, meine ich. Läuft. Ach, der arme Porsche. Aber das ist einfach nur ein Prachtstück. Der radiert hier alles weg. Herrlich. Also. Gefällt mir das Auto. Aber wie gesagt, das ist nicht der... Richtige dafür. Ja. Küsschen! Ich hab euch lieb! Und gewonnen! Yes! Wir haben ja noch hier so ein Rennen. Können wir ja durchaus nochmal den Porsche nehmen. Es ist aber nicht das Richtige, ich weiß. Oh, guckt euch mal den Wagen an. Hola, amigo! Hayley hat gesagt, wir sind bereit zum Erweitern. Triff mich in Molejé. Zeit für unser erstes Abenteuer. Und noch ein Geheimnis, an dem wir getüftelt haben. Wie aufregend. Okay. Bin bald da, Rami. Wie aufregend. Na ja, dann lass uns mal hinfahren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Irgendwas müssen wir erweitern oder können wir erweitern? In 400 Metern links abbiegen. Ja. Machen wir. Okay. Aber guck mal hier, du brauchst nur ein bisschen Schubrakete. Und dann links abbiegen. Dann geht der ach echt ab. Bin immer wieder beeindruckt. Okay,
Plattformer? Was können wir denn hier erweitern? Ach. Es gibt da einen spanischen Spruch, den du vielleicht kennst. Aber es geht nicht nur um mein Haus ist dein Haus. Es geht um Zuhause und Familie. Horizon und Mexiko sind Familie. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich habe ein neues Zuhause. Na, feini, ist es jetzt der Prolog abgeschlossen oder was? Willkommen zu Hause. Ja. Sieh dich nochmal in Ruhe um. Wir gehen, sobald du bereit bist. Name, Statistik, Opak. Gut. Brauche jetzt nicht. Kann ich denn? Sehr gut. Wir sind bereit für die nächste Phase des Horizon-Abenteuers. Ramiro hat potenzielle neue Außenposten und neue freischaltbare Eventtypen markiert. Du hast die Wahl. Wo sollen wir zuerst hin? Oh je. Okay. Ich hab jetzt einfach irgendwas angeklickt. Wes, wir sind startbereit. Komm einfach schnell zu mir. Das wird toll. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern rechts abbiegen. Oh, was macht denn der jetzt? Jetzt irgendwelche Sachen hier. Oh, das sieht aber auch... Ey, das sieht aus... Herrlich. Oder? Mein Porsche hier. Also das ist wirklich echt ein Träumchen. Hier mit meinem Haus. Eieieiei. Mach einfach mal ein Foto. Hat aber keinen interessiert, okay. Okay, dann lass uns mal da hinfahren. Was uns die Olga hier sagt. Ey, das fühle ich hier. Also, da haben sie wirklich echt Geschmack gewesen. Das Haus mit der Farbe, ja, spricht mich schon ein bisschen an. So, 6 Kilometer müssen wir erstmal fahren. Toll, danke. Also einfach hier Fahrerflucht. Das ist schon wieder ordentlich Sturm. Boah, das ist ein Riesenberg, da müssen wir auch noch hochwandern. Das kann ja noch was werden. Ah, diese Soundeinspielungen, die sind mir schon irgendwie ein bisschen... Respekt. Wir machen auch einen so ein bisschen Stressfaktor machen die, ne? Oh, ist das hier die lange Autobahn? Ja, wir sind auf der langen Autobahn. Wenn wir sehen, wie schnell wir fahren können. Ich schaffe ja die 400. In 400 Metern links abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Wo ist hier der Fotoapparat? Genau hier lang fahren. In 200 Metern scharf links abbiegen. Oh je, Bengel. Ey, wenn da ein Fotoapparat, dann kannst du ja mit über 400 da lang blasen. Ah, toll. Ey, Alter. Das, also wenn der Sound nicht wäre von diesen... Vielleicht haben wir es ja schon in irgendeinem Livestream seitlich das Problem. So, wir fahren mal dahin. Was will er von uns? Wir haben jetzt ein neues Haus.
Und gucken wir mal. Du hast dein Ziel erreicht. Aha. Okay, lass uns dieses Rennen noch absolvieren. Wer will mich noch schlagen? Ein Sturm zieht auf. Heidi ist Kanonenrohr. Ach so. Horizon Bravo Niner! Hier spricht Horizon Bravo Niner! Hörst du mich? Schau nach oben! Oh je. Mir nach und bleib dran! Ramiro? Bist du das? Wer sonst? Ich kenne genau die richtige Stelle für eine Festivalerweiterung. Der Weg führt allerdings durch tiefsten Dschungel. Vertraust du mir? Ja, ja. Natürlich. Warum sollte ich dir nicht? Dann folge der Straße. Ich leite dich aus der Luft und bete, dass das Wetter hält. Das sieht irgendwie nicht danach aus. Kann es sein, dass der Himmel fantastisch aussieht? Es sieht heute echt nach schlechtem Wetter aus. Und ich merke schon die ersten Regentropfen. Und er hat mir auch hier. Willkommen, Teotihuacan! Für dieses Festival sind wir wohl leider ein wenig zu spät. Der Name bedeutet Ort der Wege der Götter. So. Ach, der fliegt immer drüber. Hier geht's nach links. Dann sagt er mir, wo es weitergeht. Der Sturmgott scheint uns bemerkt zu haben. Das sieht aber auch wirklich übel Rami, aus. Sollten wir wirklich auf diesen Sturm zusteuern? Ein bisschen Regen ist kein Grund zur Sorge. Das wussten auch schon die Maya. Es heißt, Chuck schickt Blitze in die Wolken und Regen wird fallen. Und alles okay da oben? Keine Sorge, ich habe immer noch alles im Griff. Obwohl, vielleicht doch nicht alles. Weißt du was? Lass uns nicht direkt in den Sturm reinfliegen. Horizon Bravo Niner, ich gehe im Dschungel runter. Jetzt geht der runter oder was? Jetzt muss ich den abholen oder was? Okay, wir fahren jetzt einfach mal hinterher. Bester Boden. Ramiro, alles okay? Ging mir nie besser. Jede unbeschadete Landung ist eine gute Landung. Neben mir ist eine Art überfluteter Tempel. Schick ein Leuchtsignal hoch. Ah, ich sehe schon. Da hinten ist. Hier war schon länger niemand. Sogar die Ausgrabungen wurden aufgegeben. Eine Expedition in eine vergessene Stadt. Wiederentdeckt von dir, Ramiro Luis Miron und dem Horizon Festival. Hey, Rami, ich sehe mich mal um, ob ich irgendwo eine Signalstation aufstellen kann. Lass dich nicht bei deiner Lektion in mesoamerikanischer Geschichte stören. Komm mich einfach abholen, wenn du soweit bist. Was soll ich jetzt hier suchen? Ich soll jetzt irgendwelche Sachen hier suchen? Das Festival kommt und geht jedes Jahr. Das hier existiert schon seit Jahrtausenden. Ah, hier. Nee. Ich glaube, hier ist die richtige Stelle für die Horizon Pulse Signalstation. Warte mal. Okay, was soll ich jetzt machen? Ah. Okay, einfach nur abfahren. Okay. Ich dachte, ich muss auch irgendwas suchen. Das ist gar nicht mein Ding. Signalstation läuft und sendet. Gut gemacht. Jetzt weiß zumindest jemand, wo wir sind. Oh, warte mal. Signalstation ist immer wichtig. Fantastisch, was? Die Leute damals sind wohl Kilometer weit zum Tempel hergekommen, aber eben zu Fuß. Da wo ist denn der andere Scheiß hier? Wahrscheinlich, ach, hier oben wahrscheinlich, ne? Na, toll. Aber der Pfeil war da noch unten. Soll noch mal so eine Statue fotografieren? Da ist das Flugzeug und unser Exit.
Okay. Oh, schönes Ding. Da bist du ja. Gut, weiter geht's in Richtung Küste. Die Stürme sind manchmal heftig, aber die alten Völker der Region wussten den Regen zu schätzen. Ins Auge des Sturms, naja. Toll, jetzt sind wir verschollen. Geht's dir gut? Hallo, Ash. Wir müssen los hier. Alles gut. Ich hab nicht vor, von der nächsten archäologischen Expedition gefunden zu werden. Du etwa? Es ist definitiv schöner, wenn wir nicht drin sind. Fahren wir! Manche Wege könnten blockiert sein. Ich navigiere. Es gibt wohl nur einen Weg zur Küste. Er führt direkt durch den Sturm. Du kriegst das schon hin. Ich glaub an dich. Das ist fein. Du packst das schon! Zeit für einen wilden Ritt durch diesen Sturm! Wir kennen keine Angst! So ein Dummschwätzer. Baustelle! Dann müssen wir durch den Sumpf. Fahr nach rechts. Ich hoffe, du magst es schlammig. Was sollten wir auch sonst tun, hä? Ein kleiner Schlammreiter hier. Nein, nimmt man aber wenigstens ein bisschen Strecke mit. Ist aber gut durchgekommen. Also, man merkt schon, dass er durchs Wasser fährt, aber ist nicht so extrem, dass er da noch irgendwie abbremst. Ja, okay, das war wirklich knapp. Bitte fahr schneller. Ah, bitte fahr schneller. Ich geb schon mein Bestes, ey. Oh, feini. Es gießt in Strömen. Gib weiter Gas. Ich verstehe manchmal nicht, warum solche Spiele wie sag mal GTA. So eine Fahrt, das Schlimmste haben wir hinter uns. Tulum ist gleich um die Ecke. Geschafft. Willkommen im schönen Tulum. Danke für Nichtswetter. Du hast recht, aber die Strände sehen jetzt schön aus. So. Ich wollte eigentlich mit meinem Porsche rumfahren. Ich glaube, das hier ist die perfekte Stelle. Da könntest du durchaus recht haben. Ich will sehen, was hier los ist. Naja, man kann es auch übertreiben, ne? Episch. Mhm. Neue Sprachnachrichten. Bitte lächeln. Yes! 6, so wie damals in der Schule. Na, läuft doch. Du hast es geschafft, trotz Ramiro, no? Na, feini. Bienvenido bei Horizon Apex. Bereit für mein Straßenrennenprogramm? Mhm. Aber das werden wir dann irgendwann mal ein anderes Mal fortführen. Hier sind die Veranstaltungen, die ich bisher organisiert habe. Darauf habe ich gewartet. Endlich sehe ich, was du wirklich kannst. Ja, okay. Da oben sind auf jeden Fall noch ein paar Straßenrennen. Das ist richtig viel. Die haben hier oben gestartet. Hier ist auch noch mal ein Straßenrennen. Kann ich noch ein bisschen näher ran? Ja. Das haben wir absolviert. Okay. Saubere Zeit, mittige Rundstrecke. Fahre eine saubere Strecke. Achso, gibt es noch zusätzliche Punkte. So. Aha. Verdiene 3 Sterne. Und hier. Saubere Strecke fahren, interessiert nicht. Aber haben wir ordentlich hier noch zu tun? Was ist das jetzt hier? Super 7. Hm? Eine neue Serie. Ja, okay. Hey, Chris. Dein Name fällt in letzter Zeit öfter.
Was du auch tust, mach weiter so. Wir haben große Pläne umzusetzen. Hey, Chris. Das ist ein Festival-Außenposten vom Horizon Mexiko. Okay. Die sind alle stolz auf mich. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir hier einfach mal Feierabend. Und ja, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen geben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ne? Also Däumchen. Und ja, hier kriege ich andauernd Punkte. Mache ich einen Fisch. Vielleicht bis heute Abend. Bye, bye.